für diese körperliche Geschichte, die uns betrifft, letztendlich der geistige Impuls oder der geistige Zusammenhang ist. Also heißt es doch, wenn ich richtig verstanden habe, wenn ich diese Angst fröne, dann wird dieses schlechte Gewissen immer dazu führen, dass die Reaktionen der Stoffe, die ich dann aufnehme und die wirklich nicht gut sind, in meinem Körper viel, viel stärker sind wie im anderen Körper. Genau. Also komme ich wieder zurück zum Ursprung. Heißt also, wenn ich erkannt habe, dass ich Angst habe, Schlechtes zu essen, wie begegne ich dem? Wie meine ich, kann ich einfach sagen, ja, ich doch so und so und Aroma und Süßstoff und alles wunderbar, das esse ich jetzt und alles ist ganz toll. Wie begegne ich so einen Zustand? Ja, und erstens muss er sich wirklich bewusst werden, dass er sich abhängig macht und in das hinein steigert, was er gesagt hat. Er wird nur noch empfindlicher gegenüber solchen Dingen. Wie ist das für das Sprichwort, wenn Kinder im Dreck spielten, gab es da so einen Spruch? Warum hat man gesagt, Dreck macht Speck? Ja. oder härtet ab oder wie auch immer. Ja. Das ist wirklich so, wenn man in diese Situation hinausschaut, gibt es so viele Faktoren, die einen wortwörtlich krank machen könnten. Und das passiert vor allem gegenüber das Prinzip, wie man auch einen Virus erfindet, nämlich diese gleichen Virus mit dem Thema Computer. Ein Computervirus kennt man, das ist ein Programm. Und das ist genau dasselbe wie Mensch. Also ein Satz, der gelesen hat und der fährt dementsprechend ein, ist dann irgendwie wie ein Programm, wie ein Programm. Also muss man sich zuerst mal wünschen, aus dem Hinausbund zu kommen, dann sollte man sich auch ein bisschen mit dem Thema befassen, mal überlegen, warum macht das Ding sehr viel und überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist natürlich das Problem, sogar am Tag davon. Wahrscheinlich kommt es daher, weil Dinge für den einen belastend sind, der andere sagt, ist mir egal, genau, das steht nicht auf dem Ding. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Wort meinem Körper sage, also das ist ein bisschen besser als diese Messen, ist der Steckeffekt mit dem, bedeutet das ja, dass ich dem keinen Raum gebe. Ich gebe dem keine Wichtigkeit, für mich einfach ein Beimittel, was das ist. Habe ich ein natürliches Verständnis meines Körpers und weiß, wie Stoffwechsel vom Grundprinzip her funktioniert, dann kann ich natürlich easy damit kommen. Die meisten Menschen aber haben ja das Thema ihrer Gesundheit übertragen, das heißt nicht in der eigenen Verantwortung, sondern sie übertragen das an den Therapeuten, an den Mediziner, an den Arzt oder wen auch immer sie da als Berater für sich in Anspruch nehmen, der für ihre Gesundheit zuständig ist. Und somit tue ich ja auch das Richtige. Ich selbst tue es ja nicht mehr, das heißt, ich tue das Ergebnis meiner Angst, sage ich mal, auch Mediziner belangen. Man sagt immer, man kann sich als Täter einstellen, also die Interessen der mentalen Einstellung nach dem eigenen Willen. Das ist zumindest mal ein Vorurteil. Wenn man jetzt ungefähr auch dessen bewusst wird, dass man sich auch im Leben durch das Buch geschrieben hat, dass in Krankenhäusern ganz spezielle Krankheiten entstehen, respektive spezielle Bakterien vorhanden sind, die es nur dort gibt, dann kann sich doch jeder Mensch Gedanken machen, dass also die Sauberkeit auch einen bestimmten Nachteil haben kann, eben diese, wie sagen diese Facilität. Hygiene, dass man dann so weit geht, dass alles nur noch steril ist um uns herum. Ja, und dann hat ja in dem Sinn das Abwehrsystem nichts mehr zu tun, ein bisschen salopp gesagt, und wenn dann das entsprechend Ding kommt, haut es voll zu. Jemand hat mal einen Kollegen gefragt, ich habe das gehört, was machen die gegen diese Chemie, sofern sie die überhaupt gibt? Und wenn diese Chemie diese Metalle und dergleichen drin haben, dann hat der andere gesagt, naja, das Einfachste ist, sich daran zu gewöhnen. Klingt brutal, aber im Prinzip ist es ja genau das, was auch in der Natur eine Art Evolution ist, nämlich, dass sich die Natur auf Veränderungen einstellt. Und das gilt logischerweise auch für uns Menschen so, dass ein Mensch nur sich gegen etwas in Anführungsstrichen wehren kann, wenn er damit konfrontiert wird. Ob das Probleme sind, ob das Ängste sind oder ob das eben Bakterien und dergleichen. Also das ist ja, du hast eben was angesprochen, Chemtrails, das ist ja so ein
klassisches Angstthema, was durch unsere Medien geht, was wir mit seltsamen Streifen am Himmel sehen, die da länger stehen bleiben und so weiter. Oder Hart, genauso eine Geschichte. Also es geht da um Systematiken, die in irgendeiner Art existent sind, die, wo keiner drüber spricht. Von offiziellen Stellen heißt es, es gibt es nicht. In anderen Seiten wird es als extremes Horrorszenario dargestellt. Ja, jetzt stehe ich als Mensch dazwischen. Selbst ich, der schon vieles darüber gelesen hat, also ich könnte weder zum einen noch zum anderen eine eindeutige Stellungnahme abgeben. Ich müsste da hingehen, ich müsste das analysieren, um zu sagen, stimmt, stimmt nicht oder so.